Moinsen, Leute! Hi, willkommen back zu einer weiteren Folge vom Island Safer, meine Damen und Herren. Heute, ihr lieben Leute, werden wir durch diese Tür hier durchgehen und werden schauen, was sich auf der nächsten Seite auf der Insel befinden wird. Aber, liebe Leute, bevor das losgeht, würde ich sagen, lasst jetzt schon mal ein Like da und ich würde gerne mit euch zusammen ins Bunkypedia schauen und nochmal in den Pigbees Shop, denn es gibt nämlich eine Menge Zeug, was wir uns noch nicht angeschaut haben, Leute. Ja? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier ins Bunkypedia und hier haben wir nämlich nochmal die komplette Map, die wir bisher schon bereinigt haben. Also hier diese kompletten, sozusagen bunten, ausgemalten Sachen haben wir schon mal komplett bereinigt und uns fehlen im Prinzip nur noch 1, 2 und 3 Orte, die wir nochmal ein bisschen sauber machen müssen und so weiter und so fort. Und genau, ich sehe hier auch gerade Bewohner, gibt es hier einmal das Nashorn, das Apex, das also da drauf, wo wir reiten können sozusagen, gibt es hier nämlich noch einen kleinen Gorilla und als allernächstes, glaube ich, kommt sogar tatsächlich das Krokodil, dann kommt hier irgendwas anderes, ich weiß nicht, was das sein soll, vielleicht ein Schwein und noch ein Affe, so wie es aussieht, aber wir wollen uns jetzt auch nicht spoilern lassen, meine Damen und Herren. So, ich würde sagen, wir starten, wir gehen jetzt erstmal hier in die Tür rein, liebe Leute, let's do this. Und jetzt sehen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube sogar, dass es dieses Mal ein bisschen crazy wird hier mit dem Aufräumen, denn, ihr lieben Leute, ihr wisst ja, von Insel zu Insel wird es immer dreckiger und immer dreckiger. Ah, jetzt ergibt es Sinn. Apex, der Affe, sozusagen, dieses Reittier, der Affe, sorgt dann, glaube ich, sogar dafür, dass wir hier hochklettern können. Hm, ob das stimmt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Okay, es kommt kein Licht, Leute, das war einfach nur Spaß. So, erstmal gucken, dass wir hier komplett die Insel erstmal ein bisschen befreien können. Aha, guck mal, hier sind unsere Kumpels. Moment, die können wir jetzt erstmal sauber machen. Oh, ein Steuerbaumeister. Mit dieser Maschine kannst du eine neue Brücke mit einkassierten Steuern bauen. Okay, chillig. Alles funktioniert, allerdings funktioniert die Maschine erst, wenn du die Spartiere in diesem Bereich gerettet hast. Ah ja, okay, das ist natürlich der Klassiker, ne? Dann werden wir die erstmal hier ein bisschen putzen, die kleinen Fratze. So, da haben wir hier seinen Kumpel, der sieht irgendwie auch voll cool aus. Oh, wir haben, das Problem ist, ich habe jetzt leider nicht genug Platz in meinem Portemonnaie, dass ich das mitnehmen kann. Guck mal, hier kann man theoretisch dann... Nee, man kann... Ah, guck mal, Leute, mega crazy. Moment, ich muss mal ganz kurz meine Kamera ein bisschen runtersetzen. Damit ihr da alles sehen könnt. So, let's go. Wir müssen schauen, Leute. Wir können übrigens jetzt von da drüben hierher kommen, aber ich weiß nicht... Oh, Bankeinzahlung? Hä? Wie das denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, egal, Leute. Wir lassen uns davon jetzt nicht großartig beeinträchtigen. Müssen jetzt erstmal hier unseren kleinen Kumpel sauber machen. Und saugen jetzt hier dann gleich mal das Geld schon ein. Let's go. So, also wir haben gleich schon mal dieses Sauberkeitslevel erreicht, indem wir sozusagen hier auf der rechten Seite, wenn ihr das sehen könnt... Oh, er ist schon direkt voll. Moment, dann let's go. Ihr seht ja hier auf der rechten Seite ist diese Anzeige sozusagen. Da drüben ist diese Anzeige und da wird uns dann sozusagen gezeigt, wann auch wieder diese Dreckspatze kommen. Ich weiß nicht, ob die Dreckspatze heißen. Ich glaube, die heißen Dreckspatze. Genau. Das müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie... Oh, upsa, Moment, ich brauche eigentlich Wasser. Dass wir das irgendwie gleich mal erreichen, damit wir gegen die kämpfen können. Ah, guck mal, da vorne sind die ganzen Flusspferde. Chillig. Mega, mega chillig. So, hier rein damit. Let's go. Geld nehmen. Und ich würde sagen, wir können jetzt gleich erstmal anfangen, das Ganze hier schon zu bereinigen. Aber erstmal müssen alle Flaschen weg. Das Problem ist, Flaschen sind halt wirklich echt unendlich viele immer da. Das ist mega, mega nervig. Ich glaube sogar... Oh, da sind sie, da sind sie. Da sind sie. Hier einmal die, den hier. Hallo, einmal dich hier. Alter, der stirbt nicht. Oh nein, ich habe Flaschen geschossen. Voll dumm. Wo ist der andere? Hey, hör auf damit. Hey, du scheinst dieses Zeug hier verloren zu haben. Nein, komm her. So. Wir haben meine Münzen geklaut, aber ich werde das nicht mit mir machen lassen. Das hier ist mega cool, Leute. Dass man jetzt hier rüber... Oh, ja, stimmt. Jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Jetzt hat es Klick gemacht. Oh, manchmal bin ich echt ein bisschen hohl. So. Liebe Leute, wir sind auf jeden Fall schon mal super, super weit. Das ist mega stark. Super, mega stark. Ich glaube, erstmal die Flaschen wieder abgeben. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt erstmal hier machen müssen. Wir geben jetzt hier erstmal die Flaschen ab. Kassieren das Geld. Ja, ist ja ganz klar. Wir werden jetzt nämlich rich. Hey! Diese Steuerroboter, oder? Mega nervig, diese dummen Dinger. So, jetzt haben wir hier alle Flaschen eingesammelt. Das bedeutet, wir können hier ein neues Spartier freischalten.
Es ist ein Frosch! Hey, da muss ich sagen, wir haben eben schon mal ein bisschen geschaut, aber ich habe nicht ganz verstanden, wofür oder was das genau war. Aber es ist einfach ein freaking Frosch. Wo ist er denn, der kleine Froggy? Wo ist er denn? Hä? Ah, da unten ist er, der kleine Laubfrog. Sieht cool aus. Mega nice. Bienen ist seine Nahrung. Ah ja, guck mal, das heißt also, wir hatten ja hier schon auf den letzten Inseln auch ein paar Bienen sozusagen gehabt. Okay, hier brauchen wir... Was ist das? Schnapplilie. Okay. Ah! Okay, das sind also wirklich Bienen. Ich dachte nämlich, der meint... Kann man die jetzt einsaugen? Nee, die kann man nicht einsaugen. Hm, okay. Das ist ein bisschen dumm. Aber wir hatten nämlich auch auf den letzten Inseln... Upp, mach das da auch mal weg. Okay, kommt da irgendwas Cooles? Nö, das ist einfach nur so ein Matschding. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal gleich aus dem Pigbees Shop brauchen wir die Matschlilien. Ja, das brauchen wir. Und wir müssen dann alle Spartiere sozusagen hier retten, damit das Ganze hier so funktioniert. Moment! Moment! Weg mit dir! Moment, Ed! Ich hab nicht genug Dings! Oh nein! Oh mein Gott, okay, ich hab nicht genug Wasser. Saug das Wasser ein, saug das Wasser ein. Lauf! Die klauen mein Geld! Hey! Hör auf, mein Geld zu rippen! So. Wo ist der andere? Da ist er. Okay, hat mein Geld versucht zu klauen. Sicheres Geld! Bravo, Bionaut! Du hast dir deine Münze wiedergeholt und dein Geld sicher aufbewahrt. Yeah, Baby! Ist mir klar, ich bin nämlich auch der Beste hier in dem Game. So wie es aussieht, ist hier alles schon sehr sauber. Oder? Vom Sauberkeitsgrad her ist hier alles relativ sauber. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir sozusagen hier überall Dingens hier machen. Ne? Hier, Bärenbusch brauchen wir. Ein Bärenbusch, zwei Bärenbusch und zweimal diese Lilien. Okay, zweimal das, zweimal das. Dann würde ich sagen, bestellen wir das direkt mal in dem guten Pigbees Shop. Wir haben ja auch ganz viel anderen Stuff. Man kann ja auch noch irgendwie Mützen kaufen für die ganzen Tiere und so. Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Hm, schade. Vielleicht müssen wir das erst nochmal freischalten oder sowas. Okay, wir gehen hier in Pigbees Shop. Wir kaufen Samen. Wir brauchen Bärenbusch. 1, 2. 1, 2. Und Erdnussbaum. Uje, ein Erdnussbaum ist jetzt vielleicht nicht so mein... Oh. Ah, ich habe gar nicht bestellt. Oh, ich dummen Batz, Alter. Hallo. Nein, was mache ich da? Ich bin dumm. So, Samen. Das. Zur Kasse. Und Gesichtserkennung. Bing. Let's go. Komm mal her, du kleiner, dicker Frosch, wollte ich gerade sagen. Nein, du kleine, dicke, kleines, dickes Schweinchen. So, her damit. Das kommt dann erstmal, bapp, einmal hier rein. Dann kommt das einmal... Okay, ja, ich weiß. Große Geld ausgeben. Zack, einmal hier rein. Dann einmal den hier betröpfeln. Let's go. Kommt da noch was? Okay, funktioniert gerade von selbst. Oha, yo, wie riesig ist das? Oh mein Gott, die haben Zähne. Okay, was ist das hier? Sieht irgendwie aus wie so Kohl. Okay, das Ding wird riesig. Das Ding wird wirklich riesig. Und das da sieht auch mega... Ist da Fleisch drinne? Ho! Ein Warzenschwein! Haha, wie süß! Ein dickes Warzenschwein. Aber was ist das? Was will das Warzenschwein essen? Guck mal, das sind einfach so Keulen hier. Was möchte das Warzenschweinchen essen? Möchtest du das hier? Wartet. Ja, das möchte er essen. Okay, okay, cool, chillig. So, dann mache ich das hier erstmal da rein. Das hier erstmal hier rein. Und dann Wasser. Und dann hier auch nochmal Wasser. So. Let's go. Okay, kleines Warzenschwein, pass auf. Listen to it. Ich werde dir jetzt hier erstmal etwas zum Schnabulation geben. Du musst nämlich ganz schnell groß werden, damit wir die Insel hier schaffen. Aber für was ist das hier? Das hier sind so Geflügel... Das sind Geflügelkeulen, einfach aus einer Pflanze. Alles klar, Leute. Alles klar. Guck mal, die beiden sind auch schon voll. Oh, was kommt jetzt? Deswegen die Geflügelkeulen. Einfach, weil da ein Krokodil ist.
Cool. Schon gewusst, dass du dir Hüte aufsetzen kannst. Ey, wir können jetzt den Spartien Hüte aufsetzen. Chillig. Erstmal hier das Geld einsammeln. Das wollte ich ja eben mal machen. Komm mal her. Wo ist denn das Croggy? So, ich hole das hier erstmal alles runter. So. Okay, der ist auch schon... Alter, wie dick der ist. Guck mal. Er hat mich voll angekackt. Guck mal, wie dick der hier einfach ist. Voll cool. Let's go. Leute, es gibt Geld. Das Geld. Wir sind sogar schon fast voll mit dem Geld. Guck mal, hier gebe ich erstmal den kleinen Jungs hier ein bisschen Futti. Hier auch für dich. Und dann können wir das hier erstmal so handhaben. Ich weiß nicht, kann ich die Steuermark nicht eigentlich schon mal... Okay, kann ich nicht. Überlegen wir kurz mal. Also, ich würde sagen, ich hole mal erstmal hier mein Nashorn herbei. Zack. Und jetzt aber gehen wir mal ganz kurz zurück. Wir müssen nämlich ein paar Level zurücklaufen, weil ich nämlich mein Geld unbedingt loswerden muss, sozusagen. Das ist ein bisschen blöd. Let's go. So, hier einmal absteigen. Und hier das ganze Geld dann reinklöppeln. Tatsächlich gar nicht mal so viel Geld bekommen jetzt in der Folge. Beziehungsweise in der, in dem Bereich hier hinten sozusagen. Gar nicht so viel Geld gekriegt. Aber es ist okay. Wir müssen halt noch die ganzen Warzenschweine sozusagen. Ist er? Okay, hier, das Warzenschwein ist auch noch nicht ganz voll. Da sammle ich mal hier diese komischen Früchte ein. Schweinebeere, friss. Und hier brauchen wir halt noch viel mehr... Nein, nicht die Kacke einsammeln. Weg damit. So, und jetzt brauchen wir noch viel mehr von diesen... Hier hin. Komm mal her. But, 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 but. Kleines Krokodil. Hier, einmal für dich noch. So, okay, die sind beide... Beide voll. Perfekt. Let's go. Wie viel geben die? 30. Boah, ist das viel. Okay, so. So, sind wir komplett voll? Wo ist das Geld? Habe ich alles Geld eingesammelt? Okay. Kauf im Spaß, Pikmin reit einen Hut. Okay. Und ich rette erstmal den kleinen Fratzi hier. So. Bereich abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Oh Mann, jetzt muss ich wieder komplett zurückreiten. Oh! Hey, ich bin der Bau. Ich bin jetzt zum Bauen bereit. Die Steuer, die du dir verdient hast, bezahlen große verwenden und Bau dieser Brücke. Also, das heißt. Unsere Steuern werden verwendet, um die Brücke zu bauen. Und man kann jetzt sozusagen immer da hin und her gehen. Was super nice ist, Leute. Das ist echt super stark. Schau, die Krokodile haben eine Abkürzung geschaffen. Was dir etwas Zeit ersparen soll. Rennen und springen über die Krokodile hinweg, um an den Steuerautomat zu gelangen. Steuermarken für den Bau findest du, um die Brücke zu sammeln. Yeah, genau. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich muss auch eigentlich mal ganz fix zurückgehen. Wie viel möchtest du denn haben, Minjung? 30 Stück? Alter. Okay. Ey, die haben mich einfach ersaufen lassen. Das sind aber keine netten Krokodile. So. Okay. Wir müssen nämlich genau hier hin und schwupp. Hier raus. Wir haben 70. Wir haben 70, Leute. Das ist voll krass viel. Wir haben 70 von diesen Steuermarken. Heftig. So. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und zack. So, und jetzt holen wir uns hier erstmal. So. Kann man mit dem reden? Halt, Steuerautomat, die Steuerautomat. Alles klar. Okay, verstehe. Und weiter geht's. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Alter, ja, okay. Also, es dauert schon ein bisschen. Aber Leute, wir werden jetzt nämlich gleich die Brücke bauen lassen. Und Ende. So, was wir jetzt auch machen werden, hier in den Pikmin Shop, und werden uns hier Spaß und Hüte holen. Und zwar möchte ich einen Piratenhut, eine Baseballcap, eine Pudelmütze, einen Zylinder und eine Krone. Let's go. So, das werden wir jetzt allen aufsetzen, Leute. Ja? Das wird bestimmt mega, mega witzig aussehen. Let's go. Oh, ich habe gar nicht genug. Okay, dann gucken wir mal. Also ich würde sagen, wir setzen den Panda hier das hier auf. Hey, wie cool. Dann würde ich sagen, können wir dem... Ist voll nice. Kann man den runternehmen? Warte, gib mal her. Vielleicht können wir... Warte. Das sieht stark aus, oder?
Mega witzig. Wo ist denn hier ein Krustentier? Hier. Oh, der sieht auch mega cool aus. Mr. Krabs. Oder wir geben dem... Was findet ihr cooler? Ich finde... Ja, Piratenhut könnte man theoretisch... Warte, ich glaube, ich gebe... Hier dem Krokodil den Piratenhut. Bam. Ja, wie cool. Er hat einfach, er hat einfach so ein Dings. Und die Mütze. Was haben wir hinten nochmal für Tiere? Vielleicht sogar so einem Flusspferd. Oder? Vielleicht sogar so einem Flusspferd einfach hier. Bam. Der hat einfach so eine Mini-Mütze jetzt auf. Ja, guck mal, der läuft auch so verträumt. Guck mal, als wäre... Er ist richtig glücklich jetzt mit so einer kleinen Mütze. Sieht übelst cool aus. Stark, stark. Richtig, richtig stark. So, liebe Leute. Alter, der sieht richtig cool aus. Einfach so ein Krokodil. Captain Crocodile. So, hier nehmen wir erstmal das Geld mit. Leute, es sieht so aus. Ich würde sagen, wir bauen erst in der nächsten Folge diese Brücke hier weiter. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, falls ihr Bock auf mehr habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Und tschüss.